bin gespannt auf diesen Abend. Ich bin gespannt auf die Ideen von einem erfolgreichen Unternehmer. Ich bin aber doch irgendwie sehr kritisch, weil der Staat ist jetzt nicht ein Unternehmen und man kann diese Ideen mit Sicherheit nicht eins zu eins übertragen. Und es ist auf alle Fälle kritisch zu hinterfragen. An der TU Wien sind wir alle ausgebildet worden, zu denken, strukturiert zu denken. Und ich muss sagen, ich bin jetzt bereit, dieses strukturierte Denken auch für diese Sache einzusetzen. Warum soll ich nicht diese Ausbildung, die ich genossen habe, diese Herangehensweise auf politische Diskussion anwenden? Guten Abend. Es freut mich, dass ich heute hier sein kann. Und vor allen Dingen möchte ich viel über Österreich sprechen, weil ich bin Österreich, in Österreich hier geboren und es ist ein sehr nettes Land, sehr vieles Gute in diesem Land. Und aber trotzdem, es gibt auch sehr viele Probleme. Und wir alle wissen, nicht, wenn irgendetwas nicht funktioniert, sei es im persönlichen Leben oder in der Firma oder in der Gesellschaft, sollte man wissen, man hat ein Problem. Wenn man es nicht weiß, dass man ein Problem hat, dann hat man wirklich ein Problem. Was wir versuchen müssen, die Leute an der unteren Ebene heraufzuführen. Und ein Land, ein Staat, kann nur gemessen werden, wie leben die Leute auf der untersten Stufe. Wir müssen uns auch bewusst sein, eine Wirtschaft wird von drei Kräften getrieben. Kluge Manager, fleißige Arbeiter und Kapital. Das heißt, alle drei Faktoren haben ein moralisches Recht, was da rauskommt, nämlich Profit. Die Arbeiter müssen wissen, und das war auch der Erfolg der Magna, nicht, weil wir sind die einzige Firma in der Welt mit einer Wirtschaftsrechtsverfassung. Wir haben eine Arbeiterrechtsverfassung, eine Wirtschaftsrechtsverfassung. Die Arbeiterrechtsverfassung hat auch von Sicherheit, Umwelt und so weiter. Ein wichtiger Teil davon war, die Löhne müssen im Durchschnitt liegen der Konkurrenz innerhalb einer Region. Und die Wirtschaftsrechtsverfassung, da ein ganz wichtiger Teil darin war, 10% vom Profit geht an die Arbeiter. Und da wussten die Arbeiter nicht, also es zieht jeder am gleichen Seil. Und dadurch wird man effizient und auch die Produktivität steigert. Eine Nation, ein Staat, was immer mehr und mehr importiert und weniger exportiert, dort bricht die Wirtschaft zusammen. Und wenn man in den meisten Warenhäuser geht, wird immer weniger und weniger, sieht man dort Waren, die in Europa produziert werden. Also, ich mache mir Sorgen über die Zukunft Europas. Und ihr, die Studenten, ihr müsst darüber, ich möchte euer Denken provozieren. Weil für mich ist es ganz klar, die jetzigen Parteien oder die Regierungen, die werden keine Veränderungen vornehmen, oder die ältere Generation, es gibt immer Ausnahmen. Ich möchte nur im Durchschnitt sprechen, weil die sind zufrieden mit dem Status quo. Die sind zufrieden. Aber die wissen es noch nicht, dass der Lebensstandard noch ziemlich hoch ist durch die hohen Schulden. Österreich zahlt jetzt ungefähr 10 Milliarden Zinsen, nur für die Schulden zu tilgen. 10 Milliarden. Wir könnten da 100 Universitäten bauen, 200 Forschungsstätten, 5000 Kindergärten, was wir da alles machen können. Ihr müsst euch vereinigen, ihr könnt euch nicht verlassen auf die ältere Generation oder zu den derzeitigen politischen Parteien. Nein, die haben nur Schulden gemacht. Und vor allen Dingen, ich möchte euch euer Denken provozieren und ich bin gerne bereit, Fragen zu beantworten. Sie haben Ihre Philosophie der 10% Mitarbeiterbeteiligung des Gewinnes. Und haben Sie das niemals geschafft, dass Sie vielleicht andere Unternehmer dafür gewinnen konnten, dass Sie vielleicht auch dieses ganze Konzept übernehmen? Durch Steuergesetze kann man das leicht einteilen. Nicht? Da gibt es ja immer eine
die ihre Mitarbeiter nicht beteiligen, die zahlen einen höheren Steuersatz oder was nicht. Man kann das schon so regulieren. Zum Ersten haben Sie gemeint, es gibt diese aus Ihrer Sicht dramatische Tendenz, dass von der Realwirtschaft immer mehr das Geld verlagert wird in die Finanzwirtschaft und sozusagen vor allem in Europa immer weniger reale Güter produziert und dafür immer mehr in die Finanzwirtschaft gesteckt wird. Ich sehe dieses Problem auch sehr groß, weil ich mich frage, irgendwann vielleicht, wenn das System zusammenbricht und wir nichts mehr produzieren, was machen wir dann in Europa? Ihr seid ja die Shareholders, ihr seid die Aktionäre von Österreich. Wenn das Management nicht funktioniert, das europäische Management hat nicht funktioniert durch die Milliarden von Schulden. Das österreichische hat nicht funktioniert und auch durch diese Milliarden von Schulden, die früher oder später die jeden betrifft. Und schon erwähnt, wenn ein Baby auf die Welt kommt, hat es heute schon 30.000 Euro Schulden. Und das steigt Jahr zu Jahr zu Jahr. Also es gibt nur eine Lösung. Ihr müsst darüber nachdenken. Und durch die modernen Elektronik, durch die Kommunikationen müsst eure Eltern überzeugen, eure Mutter, euer Vater und sagt, pass auf, wir geben das weiter. Und wenn ich Vorträge halte in Universitäten und zu Studenten, habe ich gesagt, ihr seid begnadigt, dass ihr die Möglichkeit habt zum Studieren. Ihr habt das Recht, das Wissen, was ihr euch aneignet, dass ihr dieses Wissen für eure Zwecke, für euer Wohlbehagen oder Wohltun verwenden könnt. Aber vergesst nie, dass euer Wissen, was ihr zulegt, ein Teil, was ihr daraus erntet, auch der Gesellschaft zurückfließen soll. Also noch einmal, ihr müsst euch ein bisschen politisch betätigen. Noch einmal, die ältere Generation macht das nicht gleich.